Hallo, hallo. In diesem Video heute geht es um ein kleines Helferlein, welches eigentlich immer, und zwar wirklich immer bei einem jeden Shooting dabei ist und eigentlich immer im Rucksack drinnen ist. Und zwar, das ist dieses Stativ, dieser Gorilla-Pod, Joy-Pod, mal schauen, Gorilla-Pod, ja. Ein kleines, aber feines Helferchen. Und zwar ist das ein kleines Stativ. Hier die größere Ausführung für, ich sag mal, leichte Spiegelreflexkameras. Ich glaube, das neueste geht ja bis ca. 1 Kilo Belastungsgewicht. Und naja, auch so kleinere, für kleinere Digicams. Gibt es, glaube ich, auch für Handys und so weiter. Wir haben hier ein paar Produkte. Hier ist das auch ein neueres Produkt mit Magnetbeinchen, um es an metallischen Oberflächen zu befestigen, beziehungsweise hier die kleine Version für normale Digicams, kleine Kameras. Okay, hier auch der große. Was mache ich damit? Warum habe ich das Ding immer mit? Dieses kleine Stativ ist irrsinnig leicht, ist aus Kunststoff, das heißt, es zerbricht auch nicht. Es ist verformbar, das heißt, es findet Platz immer im Kamerarucksack, wie auch immer man es zusammenknüllt. Recht spaßiges Teil. Als ich es damals gesehen habe, dachte ich, naja, ob das was ist. Wirklich günstig sind die Dinge auch nicht, sind hier preislich so circa zwischen 30 und 50 Euro. Aber ja, sie sind jeden Cent wert. Funktioniert folgendermaßen. Wenn ich ein einfaches, schnelles Stativ brauche für unterwegs, nicht wirklich ein Stativ, um, ich sage jetzt mal, Langzeitbelichtungen zu machen oder hier wirklich ein absolut verwackelfreies Bild zu erstellen, sondern eher ein Stativ, das mir ein bisschen hilft, ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Es ist hier diese Montageplatte dabei. Gewollt wahrscheinlich, bei den neueren her ist schon hier so eine Schraube dabei, um das zu befestigen. Bei diesem Modell hier braucht man mindestens ein 10 Cent Stück oder kleiner, um die Platte anzuschrauben. Ich nehme hier mal die Kamera. Befestige hier beim Stativgewinde, schraube das mal rein. So, da ist ein bisschen frickelig, aber wenn es einmal befestigt ist, hält es wunderbar. Kleingeld immer mitnehmen. Kann jetzt da dann das auf das Stativ montieren und habe dann hier, mache dann einen kleinen Klick. Oder auch nicht. Klick, genau. Und dann hat man hier eine Verriegelung, damit auch das nicht mehr sich lösen lässt. Und habe hier so ganz einfach, schnell und einfach ein wunderbares Stativ, sogar mit einem Kugelkopf drauf, um hier wirklich stabiler die Kamera halten zu können. Ist jetzt, es wackelt natürlich, ganz klar, die Kamera hat ein bisschen mehr wie ein Kilo jetzt da mit dem Objektiv. Aber dient hier wirklich dazu, um hier bei etwas schwächerem Licht und höherer ISO-Zahl bessere Fotos zu machen, beziehungsweise verwacklungsfreiere Fotos zu machen. Das ist ja das eine. Das zweite ist, ich verwende es auch sogar sehr gerne in der Makrofotografie. Und zwar, um am Boden oder in Bodennähe Blumen oder Gräser oder was auch immer zu filmen, verwende ich die Kamera auch und montiere mir hier die Beinchen um das Handgelenk. Wenn das der Hersteller wüsste. Komplett zweckentfremdet. Um hier meine Hand zusätzlich zu fixieren und kann mir dann hier auch noch die Beinchen zurechtlegen und mein Objekt dann fokussieren und habe hier wieder mehr Stabilität. Kann ja auch auf unwegsamen Gelände oder Untergrund hier wirklich die Kamera toll positionieren und auch, wenn es ist, manuell zu fokussieren. Das heißt, ich habe hier ein bisschen mehr Stabilität, das würde ich nur die Kamera auf das Handgelenk legen. Mit Batteriegriff geht es sich bei mir recht gut aus, um hier wirklich, weil die Kamera etwas höher ist, wirklich unter den Batteriegriff reinzugreifen und hier vorne wirklich das Objektiv noch mitzuhalten und kann dann hier manuell fokussieren für zum Beispiel Makroaufnahmen. Auch für Produktfotos sehr hilfreich, um auch immer
denselben Fokusabstand zu halten. Abends, wer gerne mal in der Stadt spaziert oder in ländlicheren Gebiet, auch kein Problem, dann wird hier wahrscheinlich diese Höhe vom Boden aus gesehen zu wenig sein, um hier eine tolle Landschafts- oder Architekturaufnahme zu machen. Dann kann man hier sich wirklich verschiedenste Untergründe suchen, wo man dieses Gorillapod-Stativ einfach montiert. Das kann jetzt sein eine Mülltonne, das kann sein, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, zum Beispiel der Außenspiegel, das kann auch sein die Sitzlehne und so weiter. Oder auch mal ein Laternenmast, wo man einfach ganz schnell die Beinchen hier rumklappt, Kamera aufstellt, einrasten lässt und hier wirklich die Kamera fixiert. Und dann kann man hier wunderbar seine Auslösung machen. Ah, wir haben schon, okay, manuell Fokus. Mit etwas Übung und etwas ruhig halten, ich probiere es jetzt einmal. Kleines Testfoto vom Robert, dunklere Umgebung. Sieht dann immer sehr akrobatisch aus. Wir haben hier natürlich noch den manuellen Fokus drinnen. So, Robert ist hier drin. Eine Belichtungszeit von 0,5 Sekunden, würde ich mal sagen, kann ich Freihand nicht mehr halten. Mit dem Gorillapod und mit der Kamera fixiert. Und wunderbar, ist sogar noch hier möglich zu fotografieren. Je nach Untergrund, je nachdem, was man hat, es reicht auch schon eine leichte Stabilisierung, zum Beispiel von einem dickeren Baum, einem Ast, was auch immer. Hin und wieder, wenn der Wind geht zum Beispiel, um einfach ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Wenn die Kamera fixiert ist und auch nicht mehr wackelt, zum Beispiel wie hier komplett alleine fixiert, kann man auch hergehen und auch den Selbstauslöser reingeben, zum Beispiel 2 Sekunden Selbstauslöser und dann in aller Ruhe, jetzt mal schnell schauen, wo er ist, Drive, nehmen wir hier mal 10 Sekunden, warten, bis sich die Kamera beruhigt, er schlägt hier vor, 1 Sekunde Belichtungszeit und, okay, 10 Sekunden sind lange, wunderbar, sogar auch längere Belichtungen machen mit seinem kleinen, einfachen Stativ. Ist leicht, ist relativ günstig, nicht ganz so günstig, ist leicht zu transportieren, leicht zu verstauen, einfach ein kleines Helferchen beim Fotografieren. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an die Firma Hartlauer für das kurzfristige Zurverfügungstellen dieser Produkte. Herzlichen Dank.